Also ich bin ziemlich davon überzeugt und ich bin eigentlich eher ein konservativer Mensch, der mit diesen digitalen Themen eher aufgrund der Zwangsläufigkeit, dass es so omnipräsent geworden ist, sich beschäftigt hat. Aber ich bin, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr davon überzeugt, dass wir hier an dem Sprung sind von dem Web 2 zum Web 3. Kunst in Berlin, heute zu Gast bei DTB Rechtsanwälten. Vor mir sitzt Dr. Pascal Decker. Herr Decker, Sie sind seit 18 Jahren auf dem Kunstmarkt tätig. Bei Ihnen steht auf der Seite strategische Rechtsberatung für Kunst und Vermögen. Was machen Sie genau? Ein weites Feld, wie Fontane sagen würde. Tatsächlich ist die Kanzleigeschichte 18 Jahre, sagen Sie zu Recht, und deswegen hat sich das sehr verändert. Aber vielleicht fangen wir mal ganz kurz am Anfang an und dann komme ich zu dem, was wir tatsächlich jetzt machen. Ich habe die Kanzlei 2004 gegründet, da fing der Boom im Kunstmarkt hier in Berlin an, im Galeriengeschäft. Und ich habe seinerzeit noch in einer größeren Kanzlei gearbeitet und meinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, Leute, wir müssen auf den Kunstmarkt gehen, weil ich, vielleicht kommen wir dazu später nochmal, selber sehr fasziniert war von Kunst und dem ganzen Marktgeschehen. Aber auch, weil ich dachte, das ist ein sehr interessanter Beratungsmarkt. Und ich war sehr überzeugt davon, dass man als auch rechtlicher Berater desto besser ist, je mehr man den Markt auch kennt. Und das war so ein bisschen so der Urmythos unserer Kanzlei, dass ich deswegen eine auf den Kunstmarkt spezialisierte Kanzlei gegründet habe. Haben Sie mehr Käufer, Galeristen, Künstler vertreten? Jetzt kommen wir mehr zu dem Strategischen. Ich habe im Prinzip alles vertreten. Wir haben mal sehr flapsig in den 10er-Jahren gesagt, wir sind so ein bisschen die Hausmeister der Künstlerinnen und Künstler in rechtlicher Hinsicht. Wir haben alles gemacht, vom gescheiterten Gebrauchtwagen kaufen, VW Käfer, den wir rückabwickeln mussten, über urheberrechtliche Streitigkeiten natürlich. Appropriation Art war eine Weile lang ein großes Thema. Also wirklich tatsächlich ein sehr breites Spektrum. Und mit der Zeit wird ja so eine Kanzlei, 18 Jahre, ist Volljährigkeit, wird ja auch reifer und entwickelt sich weiter. Und 2006 kam mein Partner dazu, Bertolt Schmidt-Thome, der einen sehr stark auf Stiftungsrecht und Nachfolge bezogenen Ansatz mitbrachte, den wir auch für sehr sinnvoll hielten. Und da kamen wir langsam in dieses strategische Beratungsfeld, dass wir gesagt haben, die eigentlich für uns spannenden Mandate, wo wir das, was wir glauben, an Qualifikation besonders mitzubringen, am besten ausspielen können, sind Mandate mit einer längeren Laufstrecke. Das sind Mandate, in denen es darum geht, dass eine Sammlerin nach Jahrzehnten des Zusammentragens sich mit der Frage beschäftigt, was wird eigentlich aus meiner Sammlung? Wo soll das hingehen? Mit welchen Vererben? Kann ich sie vererben? Kann ich auch einen Kooperationspartner gewinnen? Kann ich das mit einem Museum gemeinsam vielleicht nochmal auf eine höhere Stufe bringen? Wo öffentliche Häuser sich dann auch fragen, wie können wir uns restrukturieren? Wo ganz häufig Künstlerinnen und Künstler, das ist tatsächlich einer der Klassiker unserer jetzigen Beratungssituation, sich mit der Frage des Nachlebens beschäftigen, mit der Frage damit beschäftigen, was bleibt von meinem Oeuvre. Ich will meine Familie nicht damit belasten, diese ganzen Fragen zu beantworten. Und das nennen wir strategische Beratung, weil es sind auf eine längere Sicht, auf einen längeren Horizont gerichtete Beratungsansätze. Und das haben wir bewusst gewählt. Tatsächlich sind viele unserer Mandantinnen und Mandanten lange Jahre bei uns. Das wollen wir auch so. Und ein letztes Wort, Kunst und Vermögen, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Sammlerinnen und Sammler Unternehmer sind. Und unternehmerische... Jetzt ein Ansatz, den ich fragen will. Bitte, ich habe jetzt auch schon lange genug gesprochen. Anlageklasse. Ich sag mal, ich habe früher mal beim Fondsinvestor gearbeitet. Wir haben Immobilienfonds vermarktet, die haben wir auch in Stücke geschnitten. Ja? Und jeder hat ein kleines Stück von dem Shoppingcenter bekommen. Ja? Warum kann ich nicht ein Stück von Monet kaufen? Kann man grundsätzlich. Also die Idee ist schon relativ etabliert in den sogenannten Clubkäufen, also Clubkäufen. Da wurde das eigentlich von vermögenden Privatpersonen immer mal wieder in so einer Art Gentleman's Agreement gemacht, dass man sagte, komm, das ist mir zu viel, das ist dir zu viel, aber gemeinsam kaufen wir uns das Kunstwerk. Und dann hat man das eine Weile lang gehalten. Heute, da kommen wir vielleicht auch später noch zu, versucht sehr lange schon, das über Kunstfonds auf eine breitere Basis zu setzen, mit sehr wechselhaftem Erfolg. Und durch die sogenannten NFTs gewinnt das und Tokenization, also einer digitalen Absicherung, gewinnt das vielleicht heute nochmal eine besondere Bedeutung.
wenn ich sowas zerschneide, ich sag mal, was muss aus rechtlicher Sicht notwendig werden, damit man sowas auch handeln kann, damit man sowas auch tatsächlich besitzen kann? Das ist in zwei Sätzen wahrscheinlich nicht zu beantworten. Klar ist, das ist tatsächlich Neuland. Also wenn wir jetzt über Tokenization sprechen, Das ist ein recht neues Gebiet und am Ende geht das ja immer von dem Smart Contract aus, der digital dann auch hinterlegt ist. Da werden viele Fragestellungen gehandhabt werden müssen. Aber zum Beispiel ist bis heute zivilrechtlich in Deutschland noch gar nicht so richtig klar, was eigentlich ein NFT zum Beispiel ist. Ob das tatsächlich, also es ist kein Sacheigentum, weil es ist ja ein digitales Zertifikat, das man hinterlegt hat. Insofern ist diese Verkopplung eher eine faktische und über den Smart Contract vielleicht auch in gewissem Sinne faktisch-juristische oder faktisch-rechtliche, aber sie ist im deutschen Zivilrecht im Prinzip noch nicht nachvollziehbar. Und über den NFT und den Smart Contract zusammen werde ich dann Inhaber, ja? Ist es dann geschützt? Das ist dann geschützt. Das ist, der NFT ist ja ein Zertifikat der Inhaberschaft. Also der Non-Fungible Token ist ja eigentlich so eine Art, also es gibt da verschiedene Segmente. Es ist auch ein wahnsinnig, im Prinzip sind sie heute, wenn sie sich überhaupt damit beschäftigen, noch OG, also Old Gangster, weil sie sind da wirklich noch in den ersten 40.000, 50.000 weltweit, die sich mit diesen NFT-Fragen momentan befassen. Das ist wirklich noch richtig neue Welt. Nur als Vergleich zum Beispiel, Wallets in Kryptowährungen haben 150 Millionen. Da sehen Sie die Relation. Wir haben auf der einen Seite 150 Millionen in etwa Nutzer, die schon mit Kryptowährungen sich befassen, aber und da sind sicherlich einige Doppler mit drin, aber lassen wir die Zahl mal stehen. Und auf der anderen Seite etwa 40.000, die irgendwie mit NFTs zu tun haben. Und da wird viel experimentiert. Aber zu Ihrer Frage, das, was der NFT verspricht, ist in der Tat, wenn Sie digitale Kunst kaufen, dass Sie eine Zertifizierung bekommen, dass dieses Kunstwerk echt ist. Man ist trotzdem nicht enthoben, das auch zu überprüfen. Also bei OpenSea zum Beispiel können Sie unten in den Details dann sich anschauen, den Track Record. Und der ist ganz entscheidend, weil das ist ja das Versprechen von der Blockchain, dass Sie wirklich von dem Minting-Prozess bis über alle Transaktionen, die danach stattgefunden haben, wirklich nachvollziehen können, ist das wirklich echt? Es ist sehr transparent, es ist sehr offen, das stimmt. Wenn ich so einen Token kaufe, beziehungsweise so ein NFT-Kunst kaufe, will ich sie vielleicht auch wieder verkaufen, zumindest wenn ich Anleger bin. Ist das denn schon geregelt mit steuerlichen Aspekten? Ja. Also die meisten, es gibt nach meiner Kenntnis keine Entscheidung in Deutschland zu dieser Frage, aber natürlich wird das diskutiert. Viele Steuerberater sagen beispielsweise, wenn sie es privat halten, sie kennen sicherlich diese Spekulationssperre von 12 Monaten bei beweglichen Gütern, das haben sie ja bei Kunst auch, das sei sinngemäß anwendbar. Das heißt, wenn sie ein NFT länger als 12 Monate halten, im Depot, in der Wallet halten, dann sind sie als Privatanleger schon mal aus der Spekulationsphase raus, sicher raus, wenn es 12 Monate überschreitet. Ich nehme an, dass das zutreffend ist, diese Einschätzung. Das andere Thema ist natürlich, ab wann sind Sie gewerblicher Händler? Und da wird auch diskutiert, so ähnlich wie eben auch beim Immobiliengeschäft oder bei Kunsttransaktionen in der realen Welt, dass man sagt, wenn es mehr als 3 Transaktionen sind, dann kommen Sie langsam in den Bereich der Gewerblichkeit. Das ist alles tatsächlich Neuland. Ja. Es gibt auch Gefahren bei NFTs, da sprechen Sie schon richtig an, die großen Plattformen wie OpenSea sitzen alle im Ausland, die großen Player sitzen alle im Ausland. Der Markt ist auch nicht, was den Käufermarkt angeht, besonders transparent. Ja. Man weiß nicht, wer kauft. Ja. Wenn man in der Galerie geht, dann kennt man meistens den Galeristen, kennt den Künstler, der Künstler kennt den Sammler. Das ist ja alles bei NFT-Kaufen ein bisschen schwieriger. Ja. Es ist wesentlich unübersichtlicher, aber es ist gleichwohl, denke ich, auch Community-getrieben. Also NFT ist ja eigentlich schon getrieben von dem Storytelling, das hinter dem jeweiligen NFT steckt. Und das Storytelling ist natürlich sehr eng mit der künstlerischen Biografie verbunden, von dem das oder der das jeweilige NFT stammt. Das heißt, ich glaube auch als Newcomer, als jemand, der wirklich neu einsteigen möchte, ist man absolut überfordert, wenn man jetzt entscheiden soll, welcher NFT ist denn werthaltig. Wahrscheinlich gilt da das Gleiche wie auf dem Kunstmarkt. Lassen Sie sich, wenn Sie wirklich von dieser neuen Welt fasziniert sind, doch auch vor allen Dingen mal von Ihrem persönlichen Geschmack leiten. Was sind eigentlich Dinge, die Sie ansprechen? Eigentlich ist das NFT-Versprechen ja,
dass viele Menschen, die kreativ tätig sind, hier plötzlich ein neues Spielfeld gefunden haben, um kreativ tätig zu sein. Das heißt also, ein Kriterium, das man anwenden könnte und wahrscheinlich nicht das schlechteste Kriterium ist, wenn man einsteigen möchte, ist, man setzt sich ein gewisses Investitionsvolumen, ist ein großes Wort, man kann auch sagen, einfach einen gewissen Betrag fest, schafft sich eine Wallet und fängt dann einfach mal an, sich umzuschauen, was einen wirklich interessiert. Und das Schöne ist, vielleicht den Satz noch, Sie haben ja bei den NFTs, die echt sind, immer eine Persönlichkeit im Hintergrund, die Sie auch kontaktieren können. Und damit haben Sie auch eine Anbindung an die reale Welt. Das ist noch keine, weiß Gott, noch keine Sicherheit dafür, dass das ein Preis steigen wird. Aber es ist zumindest die Sicherheit, dass es tatsächlich eine Künstlerin, einen Künstler gibt, der dafür Verantwortung In den Pandemiezeiten gab es einen großen Hype um diese NFT-digitale Kunst. Ist jetzt ein bisschen abgeflacht, hat andere Gründe. Wie schätzen Sie den Markt für digitale Kunst generell ein? Ich habe früher mal beim Neuen Markt gearbeitet als Manager und habe dort Optionsscheine gehabt. Da war ich, am einen Tag war ich Millionär und zwei Tage später konnte ich den Ofen verbrennen. Ja. Ist das ein ähnlicher Hype oder bleibt davon was übrig? Also ich bin ziemlich davon überzeugt und ich bin eigentlich eher ein konservativer Mensch, der mit diesen digitalen Themen eher aufgrund der Zwangsläufigkeit, dass es so omnipräsent geworden ist, sich beschäftigt hat. Aber ich bin, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr davon überzeugt, dass wir hier an dem Sprung sind von dem Web 2 zum Web 3. Das ist ja auch der Grund, warum immerhin Facebook sich umgenannt hat in Meta. Das ist eine Entwicklung, bei der Menschen unserer Generation vielleicht sagen, muss ich da noch unbedingt mitgehen? Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich bin aber ziemlich überzeugt, die Menschen, die jünger sind, die werden da mitgehen. Das ist auf dem Weg. Auch zum Beispiel, ich komme gleich wieder zum Kunstmarkt, aber zum Beispiel Adidas verkauft momentan die teuersten Modelle im Prinzip in der Blockchain. Die machen virtuelle Schuhmodelle, die virtuell gehandelt werden und die enorme Preise erzielen. Und das gleiche, die gleiche Logik steckt in der NFT, in der Digital Art oder Crypto Art Szene. Das ist Distinktion, so wie wir sie kennen. Kunst ist, das ist wohl kein Geheimnis, immer auch ein Statussymbol, immer auch eine Art von Distinktionsmerkmal. Und diese Distinktion verlagert sich für eine Generation nach uns, für eine globale Generation offensichtlich immer mehr in die digitale Welt. Und in dem Zusammenhang ist meine Antwort auf Ihre Frage, es wird bleiben. Heißt das, dass jede NFT-Art mehr wert sein wird? Ganz sicher nicht. Und ganz sicher gibt es auch bestimmt Abstürze. Sie haben ja recht. Ich habe jetzt gerade für unser heutiges Interview noch mal geschaut. Man hat ja da, also das ist ja das Tolle an diesem Krypto-Art-Bereich. Sie haben ja alle Statistiken offen liegen. Das Handelsvolumen war in der Tat zwischenzeitlich ziemlich abgesagt auf etwa 8 Millionen täglich. Inzwischen sind wir aber wieder bei 50 Millionen Euro US-Dollar täglich. Das heißt also, diese Delle weltweit hat, oder ist das weltweit? Weltweit. Das heißt, diese Delle hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen ausgeglichen, wobei wir hatten Zeiten, in denen waren wir schon bei 300 Millionen täglich. Also in der Tat, wir sind momentan in so einer Zwischenphase. Aber Sie sehen, diese Wellentäler gibt es. Ich bin aber davon überzeugt, es wird nicht völlig verschwinden. Es gibt ein Thema, was Sie auch berührt, das weiß ich, Geldwäsche-Problematiken. Sie haben eine Firma gegründet, die heißt Lega Artists, wenn ich richtig informiert bin. Das ist so eine Art digitale Compliance. Ja. Erzählen Sie mal was darüber. Sehr gerne. Also ich fange mal so rum an. Die Vorurteile der Politikerinnen und Politiker gegenüber dem Kunstmarkt sind eher negativ. Viele sind der Ansicht, dass es eine besondere Affinität des klassischen Kunstmarktes, wir reden jetzt erstmal über den klassischen, also den physischen Kunstmarkt, zu Geldwäsche und gibt, dass es also häufig als Vehikel eingesetzt wird, um Geldwäsche zu betreiben. Aus dem Grund hat der europäische Gesetzgeber Anfang 2020, also pünktlich zum Corona-Beginn, in Kraft gesetzt die fünfte Geldwäscherichtlinie. Und innerhalb der fünften Geldwäscherichtlinie sind die Marktteilnehmer auf dem Kunstmarkt, also Händlerinnen, Händler, aber auch Transporteure, erstmals Verpflichtete der Anforderungen des der Geldwäscheprävention geworden. Was schon zum Sturm geführt hat. Natürlich zu Stürmen geführt hat. Erstens ist das ein weiterer Schritt, in dem der Kunstmarkt sich wieder als generalverdächtig angesehen hat, genau wie beim Kulturgutschutzgesetz. Und zum anderen sind die Anforderungen auch schärfer als bei anderen
Güterhändlern. Ja. Denn die Anforderungen beginnen beim Kunstmarkt, beim bargeldlosen, also nicht beim Bargeldgeschäft, beim bargeldlosen Geschäft ab 10.000 Euro, auch wenn das gestückelt ist. Und 10.000 Euro, das ist für uns vielleicht im alltäglichen Leben viel Geld, aber bei einem Kunstkauf ist das wirklich eine sehr niedrige Schwelle, wo Sie dann anfangen. Und da fangen diese Anforderungen an. Was macht Liga Artis? So. Und da kamen wir dazu, ich wusste nur den Hintergrund erläutern, ja. Da haben wir gesagt, das ist natürlich ein rechtliches Thema, ein regulatorisches Thema, aber es ist kein Thema, wo man mal schnell den Anwalt oder die Anwältin anrufen kann. Wenn Sie auf der Messe stehen als Galeristin und Sie wollen verkaufen, dann wollen Sie in dem Moment einfach wissen, kann ich diese Transaktion machen oder nicht. Sie haben sehr viel Geld ausgegeben für Ihre Booth. Sie haben da Kunst und Sie wollen dieses schnelle Geschäft. Das ist ja die Logik von Messen. Und da brauchten wir ein Tool, eine App, mit der man in der Lage ist, der Händlerin, dem Händler die Möglichkeit zu geben, in kürzester Zeit den sogenannten KYC-Prozess, Know Your Client-Prozess, Know Your Customer-Prozess zu durchlaufen. Und das ist Liga Artis. Wir haben eine App geschaffen, mit der Sie auf Ihrem Smartphone das Personaldokument Ihres Käufers scannen können. Und im Hintergrund dieser App läuft dann innerhalb von weniger als 2-3 Minuten, glaube ich, diese Überprüfung, auch der PEP-Listen, der sogenannten politisch exponierten Personen, heute auch der Sanktionslisten, das ist durch den Ukraine-Krieg dann nochmal sehr viel wichtiger geworden. Mhm. Und Sie bekommen ein sehr einfaches Ergebnis, rote Flagge, also rot, grün oder gelb, mit einer entsprechenden Kommentierung. Und was auch sehr schön ist an der App, es wird gleichzeitig dokumentiert. Denn Sie haben auch Dokumentationspflichten, okay. Das ist also alles hinterlegt. Okay. So, das ist sehr vernünftig. Zweiter Teil unseres Interviews ist immer so ein Blick hinter die Kulissen. Ja, wer ist Dr. Pascal Decker? Wollten Sie eigentlich schon immer im Kunstbereich in jungen Jahren rein? Oder wollten Sie lieber Lokomotivführer werden oder Fußballer oder Rechtsanwalt? Ja, Rechtsanwalt wollte ich relativ spät erst werden. Ich hatte lange Zeit mit dem Gedanken geliebäugelt, Architekt zu werden, aber mich dann letztlich... Es war ja so Ende der 80er Jahre. Ich habe mich wirklich aus Vernunftsgründen mehr oder weniger für den Anwaltsberuf oder das Jurastudium entschieden. Weil oder die Eltern im Hintergrund? Nee, das gar nicht. Meine Eltern haben mich da sehr frei entscheiden lassen. Also zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Ich habe das natürlich immer mal analysiert. Meine Eltern waren nicht extrem kunstaffin. Die waren auch nicht kunstaphob, aber das war keine besondere Nähe. Es gab allerdings eine große Jugendliebe in Kindestagen, also vor allen Dingen in den ersten 4 Grundschuljahren war ich mit der unzertrennlich und deren Mutter war Kunstlehrerin und ich habe mich wahnsinnig gern bei denen zu Hause aufgehalten. Das war so eine etwas verlotterte Patina, also überhaupt nicht eine Villa in dem Sinne, aber ein schönes altes Haus mit wahnsinnig schöner Kunst, auch viel moderner Kunst und das war schon so eine Welt, die mich damals sehr angezogen hat, ohne dass man das als, was weiß ich, 7-Jähriger, 8-Jähriger so bewusst sagt, jetzt würde ich da die Kunst in den Mittelpunkt stellen. Aber das wird wohl eine der Ursachen gewesen sein, warum mich das Thema sehr früh angefixt hat. Die Freundin oder die Kunst? Ja, jetzt haben Sie 2 Gründe gehabt, dahin zu gehen. Ja. Wie sind Sie denn nach Ihrer Zeit, Studentenzeit, dann zum Rechtsanwalt geworden? Ja, das war, also andersherum vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, warum habe ich Jura angefangen, habe ich ja gesagt, weil ich dachte, das ist ein Broterwerb. Und dann habe ich mich tatsächlich dieses Studiums, ich kann schlecht Dinge wieder aufhören, aber das Studium ist wirklich sehr anstrengend und sehr verschult und macht nicht besonders viel Freude. Ich habe mich da schon ein bisschen gequält. Und deswegen habe ich während des Studiums angefangen, mich mit der Frage zu befassen, was ist die Möhre am Ende? Was ist das, was dich eigentlich durch diese Examen ziehen kann? Und da kam die Kultur ins Spiel, weil ich bin aus dem Grunde auch nach Berlin gegangen, Anfang der 90er Jahre, weil das eine wahnsinnig vibrierende, spannende Stadt war. Ich hatte Freiburg und Berlin zur Auswahl. Das waren die beiden Universitäten, die mir beide zugesagt hatten. Freiburg ist eine wunderschöne Stadt, aber die Auswahl fiel mir dann nicht schwer. Und das bedeutet, ich habe eigentlich schon während des Studiums sehr, sehr viel Zeit im Kulturleben verbracht. Und jetzt zu Ihrer Frage. Ja, ich habe dann während des Studiums das Urheberrecht kennengelernt als den Link zwischen Kultur und, okay. Und Recht und habe mich darauf konzentriert. Und das war dann der Schritt zum Anwalts Dasein in dem Kulturbereich. Und die Möhre hat Sie dann tatsächlich auch weitergebracht. Ja, wenn ich alles gelesen habe, was Sie gemacht haben, Stiftung Brandenburger Tor Beispiel, wie sind Sie dahin gekommen? Tja, das war 2008, glaube ich. Ich bin mit Monika Grütter schon viele Jahre befreundet gewesen und dann war da ein Abendessen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das war so eine kleine Tradition zwischen uns. Da war es, ist es ja immer so ein bisschen ruhiger, dass wir gesagt, also immer mal essen gegangen sind und da stand ein Wechsel im Vorstand an.
Und für mich, das ist, glaube ich, deutlich geworden, ist der Anwaltsberuf erfüllend, aber es ist nicht das Einzige, was ich gerne mache. Ich bin auch so ein... Hans Dampf in allen Gassen. Ich bin so ein Macher. Ja, ich setze gerne Dinge um. Und die Monika erzählte, dass sie halt jemanden sucht. Und da habe ich gesagt, du, ich interessiere mich da sehr für. Das war ein relativ langes Auswahlverfahren nach so richtig ancien Regime. Der Bundespräsident Herzog war ja der damalige Kuratoriumsvorsitzende. Und dann gab es erstmal ein Gespräch mit ihm und danach mit dem Kuratorium, aber weil ich auch damals wirklich noch recht jung war für so eine Position. Und dann am Ende war ich aber drin und habe ja dann, als Monika Grütters Kulturstaatsministerin wurde, auch 4 Jahre die geschäftsführende Leitung übernehmen dürfen. Und das war eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen. Unfassbar. Ich meine, ich kann nicht alles aufzählen, was Sie gemacht haben. Sie sind Sammler, Sie sind Kunstförderer, Sie engagieren sich unheimlich. Und dann noch Aufsichtsratssitzender von Artnet. Ja. Aufsichtsratsvorsitzender von Artnet. Was verbindet Sie mit Artnet? Na, der Markt als erstes. Ne? Also ich habe auch ein großes Interesse an dem Kunstmarkt. Ich finde, das ist ein sehr spannender Markt, weil er diese Doppelgesichtigkeit hat. Einerseits Wirtschaftsgut, andererseits Kulturgut. Und ich habe den Hans Neuendorf, den ich auch schon viele, viele Jahre kenne, den Gründer von Artnet. Artnet ist vorletztes Jahr oder letztes Jahr 30 Jahre alt geworden, immer bewundert, weil er hat ja als Galerist angefangen, sehr erfolgreich, und hat dann aber gesagt, uns fehlt Transparenz in diesem Markt. Und diese Markttransparenz hat er geschaffen oder einen Teil dazu beigetragen, sie zu schaffen durch die Einrichtung des weltweit größten Datenspeichers über Kunsttransaktionen im Sekundärmarkt. Man spricht ja vom Primärmarkt, das ist also Galeriengeschäft, wo Künstler das erste Mal in den Markt gebracht werden, und Sekundärmarkt, der wiederverkauft. Und die Primärmarktdaten sind nach wie vor wohlgehütete Geheimnisse bei vielen. Der Einzige, der da sehr transparent mit umgeht, ist Johann König. Ja, der stellt die immer ganz klar heraus. Aber viele andere machen daraus immer noch ein großes Geheimnis. Sekundärmarktdaten hingegen sind sammelbar, und das hat Artnet gemacht. Und das, ich finde, das ist eine ganz tolle visionäre Leistung und ein ganz wichtiger Player für den Kunstmarkt, um Vertrauen zu schaffen. Und der Digitalisierungsprozess, der durch Corona angestoßen wurde, auch im Kunstmarkt, der spielt natürlich Artnet auch nochmal zusätzlich in die Hände. Wenn wir jetzt mal zum Schluss auf den NFT-Markt nochmal gucken, Zukunft des NFT-Markts. Es gibt ja unheimlich viele Geschichten, digitale Zwillinge, Fragmentalisierung. Wir haben die Bored Apes, wir haben diese Künstler, kleinen Dinger. Was glauben Sie, was sich durchsetzt dort? Ich habe leider ich kann nicht in die Zukunft weissagen. Was ich sagen kann, ist, es hängt, davon bin ich überzeugt, es hängt sehr stark von der Community hinter dem NFT ab. Das hatte ich schon mal angedeutet. Ich glaube, am Ende ist es, und mit Community ist das so ähnlich wie mit einer Sammlergemeinschaft um einen Künstler in der normalen Welt. Wenn Sie eine wirklich intakte, starke Sammlergemeinschaft hinter einem NFT haben, dann glaube ich, hat das NFT auch eine gute Zukunft, wertbeständig zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Wenn das tatsächlich einfach so ist, man nennt das ja FOMO im Englischen, Fear of Missing Out. Wenn das FOMO getrieben ist, weil ganz viele Leute jetzt dabei sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen dabei sein, dann hat das auch ein hohes Potenzial, dass es dann irgendwann wieder zusammenfällt. Ja. Wird es in 10 Jahren noch Galerien geben? Klassische Galerien? Ganz sicher, aber es wird auch eine Bereinigung des Marktes geben. Wird es in 10 Jahren noch NFT-Kunst geben? Davon bin ich überzeugt, ja. Es wird beide Märkte noch geben, digitale Kunst, und es wird auch Gott sei Dank noch die klassische Kunst geben. Die werden nebeneinander leben. Die werden nebeneinander leben und auch viele Verlinkungen haben. Haben Sie denn schon NFT gekauft? Ich habe schon NFTs gekauft. Haben Sie es auch aus sicherer Quelle gekauft? Ja, auch aus sicherer Quelle gekauft. Dann sind wir ja beruhigt. Aber ich habe es auch nicht gekauft, um damit Geld zu verdienen, sondern weil ich einfach sehr neugierig war. Das heißt, Sie sammeln die? In gewisser Weise, ja. Ich habe überschaubar gekauft, aber ich wollte einfach mal sehen, wie dieser Prozess des Kaufens funktioniert. Das hat mich sehr gereizt. Kunstleben Berlin, heute zu Gast bei DTB Rechtsanwälte, Dr. Pascal Decker. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen für den Besuch. Danke dir.